Guten Morgen aus Minden. Wir sind kurz vor der Premiere. Ich freue mich sehr, heute den Mann hier zu haben, der für alles verantwortlich ist, was vor dem Orchester auf der Bühne passiert. Unseren Regisseur Eric Vigier. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, mein lieber Maestro. Erik, die Proben laufen in vollem Gange. Wie fühlst du dich hier in Minden? Ja, in Minden wunderschön. Ich mag die Stadt, wo du wohnst. Das ist eine wunderschöne Stelle. Die Wohnung da oben, ja, ist toll. Ja. Das ist, freut mich, die alte Stadt. Oh, ist, sehr schön, wie für einen Franzose, was ist eine deutsche alte Stadt, ein bisschen wie Straßburg. Aber Straßburg ist nicht deutsch. Du hast ja an großen, riesengroßen Opernhäusern gearbeitet, am Teatro Real in Madrid, du warst in Milano, du hast Teatro Verdi, Teatro Verdi gearbeitet in Triest. Du bist jetzt hier in Minden und wir haben so eine Art Taschentheater hier, ja? So ein ja, super kleines Schmuckkästchen sozusagen. Ist das ein anderes Arbeiten hier als auf den großen Bühnen? Ja, das ist ein anderer, aber ich habe viel Regie gemacht, nicht Parsifal, weil Parsifal, das ist ein bisschen eine Verrücktheit, aber das ist mindestens ein Oper, ich kenne ziemlich gut, aber ich habe kleine Mozart oder Haydn oder Jacques Offenbach Operette gemacht draußen oder in Bhutan auf einem Plätze da, in der Himalaya, in Thimphu oder in Lausanne auch für diese Draußen-Operation ein bisschen mehr popular. So, ich habe riesengroße Produktionen gemacht auf riesengroße Bühne, aber ich mag viel, wenn wir machen etwas ein bisschen kleiner, weil du kannst viel mehr Theater machen. Mhm. Mehr Theater mit Sänger, wenn die Sänger spielt, schön. Und du lässt auf der Seite ein bisschen, was ist à la mode heute, diese große Videoeffekt, Spezialeffekt und Laser und Beleuchtung wie Rock'n'Roll Konzert. Und das ist hier sehr gut, weil du bist da hinten mit deinem Orchester und Chor und wirklich der Publikum kriegt wirklich, was die Schauspielqualität von die Sänger, und das ist sehr, sehr gut. Fast wie im Film manchmal so ein bisschen, dass man denkt, man sieht die Gesichter und man sieht... Ja, so. Und wir haben viel gearbeitet mit der Besetzung auf diese theatralische Spiele und Spielen mit Publikum. Du bist ja ein Theater, insofern auch ein Theaterverrückter, als du fast alles selbst machst jetzt. Ne? Du machst das Bühnen, du hast die Bühne, das Bühnenbild gemacht, du machst die Kostüme. Die Ausstattung, sagen wir. Die Ausstattung. Bühnenbild ist viel. Ich habe viel mehr als 100 Bühnenbilder gezeichnet und Kostüme. Ich mag viel Kostüme. Ich weiß nicht warum, ja, ich weiß warum. Aber das kommt von meinem Meister Pet Hallmann. Er war Bühnenbilder, aber er war ein Kostümdesigner. Und er war auch Lehrer in der Akademie in Frankfurt. Und er hat viel mir inszeniert und ich habe viel gelernt mit Pet. Aber du bist ja so verrückt, dass du sogar noch das Bühnenbild auch zum Teil oder Teile des Bildes auch noch selber bemalst jetzt. Ja. Also du bist hier irgendwie zwischen den Proben auch noch im Theater und sitzt dann da mit Farbe und Pinsel und arbeitest. Patina. Bist du Workaholic? Nein, aber es gibt ein Ziel. Das Ziel ist ein professional interessante Hochqualitätsproduktion zu bauen. Mein Auge sieht immer ein Detail, etwas, wir können immer besser machen, das ist klar. Aber ein Lichtstand, ein Projektor, ein Scheinwerfer, ein Video und so weiter, alle muss wirklich sehr sauber sein. Mhm. Wenn das ist nicht sauber, das bekommt schon ein bisschen Amateur und ich hasse das. Wirklich. Ich habe dich ja beobachtet während einer Probe, als wir ein bisschen warten mussten und da war vorne am Orchestergraben an der Bordüre, war so ein bisschen, die hing so ein bisschen schief und du hast dann irgendwie das korrigiert und schnell noch irgendwie das. Und dann hast du selber gesagt, naja, das ist der Intendant in mir, wenn ich irgendwie sehe, dass in meinem Haus was nicht in Ordnung ist, dann muss ich sofort irgendwie was unternehmen. Ja. Du bist wie lange in Lausanne jetzt Intendant? Das ist 18 Jahre und ich anfange jetzt im September, Oktober, mein letzter
spielt seit Jahren und das ist, ich gehe weg. Okay. Nach 20 Jahren hier, da in Lausanne, das ist viel, viel, viel. Das ist sehr, sehr lange. Du hast, als wir das erste Mal über Parsifal gesprochen haben, da war das gar kein Plan irgendwie, dass wir diese Produktion in Minden irgendwie machen würden. Da haben wir uns in Lausanne gesehen und als ich Parsifal angesprochen habe, hattest du sofort eine Mappe mit Zeichnungen für eine Parsifal-Produktion. Das ist anders als es jetzt ja, ist, natürlich. Ja, das war eine andere Sache, ja. Hast du in Lausanne, hast du nicht so viel Wagner gemacht wahrscheinlich? Oder weiß nicht, hast du überhaupt Wagner gemacht in Lausanne? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein. Aber du hast früher viel damit zu tun gehabt, ne? Ja, ich bin der einzige junge Regisseur, Regieassistent, der hat in Nizza Opern, der des Champs-Élysées, ich habe zweimal der Ring gemacht oder assistiert. Und viel mehr als assistiert. Ich habe wieder Aufnahmen von Parsifal, von Nizza Open House in Oslo gemacht. Ich habe Fliegende Holländer fünfmal wieder inszeniert. Tristan, Meister Singer. So, ich kenne wirklich, ich kenne sehr gut das ganze Panorama von Wagner Opern. Aber ja, ich kenne ziemlich gut die Dramaturgie, die Geschichte, die Musik von Wagners Opern, das ist klar. Wir haben viel Spaß gehabt jetzt schon mit unserer Besetzung. Es sind gute Sängerinnen und Sänger da und man hat auch das Gefühl, die haben alle viel Spaß, also die haben richtig Lust zu arbeiten. Es ist irgendwie eine tolle Atmosphäre. Jetzt ist es in Minden ja auch so, das ist kein Theater, was normalerweise Oper spielt oder vor allen Dingen keine Eigenproduktionen macht. Und es gibt also kein Ensemble, es gibt keinen Chor, es gibt auch kein Orchester, was irgendwie zum Theater gehört. Und vor allem das Geld wird total von draußen, sozusagen der Etat wird zusammengesammelt aus verschiedenen Quellen. Findest du, dass das hier eine andere Situation, ein anderer Spirit ist, als man das an einem Theater hat, wenn man, wie du gerade gesagt hast, sein Budget hat, seine Produktionen plant und so weiter? Ja, das ist mehr Handcraft. Theater. Jedes Tag müssen wir wirklich Kostüm machen. Morgen ich mache ein bisschen Patin, übermorgen ich mache ein Requisit. Nächste Woche machen wir Video und so weiter und so weiter. So, das ist, wir haben Zeit mindestens, das ist eine schöne Sache. Wir haben 4 Wochen Arbeit. Aber das ist klar, das ist eine andere Organisation, eine andere Ambiance total als in einer, zum Beispiel, das kann, ich weiß nicht, in Düsseldorf oder in Lausanne sein, wo du hast 200 Leute da. Aber für den Moment, ich bin sehr froh, let's touch wood. Das funktioniert sehr gut, das ist sehr schön. So, wir freuen uns jetzt auf die Endprobenstrecke und keep our fingers crossed. Toi, toi, toi. Genau, toi, toi, toi. Und ich freue mich, dass du hier warst. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die... Auf eine gute Premiere. Ja, bin sicher.